Ach so. Er wollte auch die Perle. Nick, ich behalte die Stadt hier im Auge. Du hast bei Langsicht etwas für mich gefunden? Er hustet in seine Hand. Die Thermalperle, die du in, wie du gesehen hast, war in Wahrheit ein Lagofev-Ei. Ihm den Lagofev zeigen. Das hier ist aus der Thermalperle geschlüpft. Die kleine Kreatur steckt ihren Kopf aus deinem Rucksack und blickt Heldor mit vorstehenden blauen Augen an. Dein Kiefer bewegt sich einige Sekunden lang lautlos. Ich habe noch nie so ein kleines Exemplar gesehen, aber der kleine Kerl sieht geradezu zahm aus. Er kratzt sich am Kopf. Kann ich ihn dir abkaufen? Die Schausteller, die hier durchkommen, hätten sicher Interesse. Er beugt sich vor, um den sich windenden Lagofeld anzusehen. Ihm für 500 Pfand. Nein, ich verkaufe kein lebendes Wesen für 500 Pfand, nur für einen Zirkus. Nein, ich behalte ihn. Wie du meinst, aber pass auf deine Finger auf, wenn er größer wird. Ich suche noch jemanden, der sich um die gefährlichen Kerle in der Gegend kümmert. Die Glanzgesellschaft existiert nicht mehr. Es wird viele Leute freuen, das zu hören. Das Letzte, was wir hier draußen brauchen, ist ein weiterer großer Krieg. Nimm das, er reicht dir einen Beutel mit Münzen. 3000 Kupfer. Und für das andere haben wir nur Erfahrung erhalten. Dann weggehen. In der Festung tut sich auch was. Der Weg zum Rotblumensee erwies sich als noch gefährlicher, als die Ältesten der gütigen Wanderer erwartet hatten. Sie glaubten, dass Adrim Delphas Grabprozession von Urgang angegriffen worden war. Stattdessen fanden Eder und die Novizen der gütigen Wanderer Eotens vor, missgebildete zweiköpfige Ogre von gewaltiger Größe und Brutalität. Die Leichen der Paladin zu Bergen forderte einen hohen Preis. 5 weitere Novizen starben dabei. Letztendlich erreichte der mit 7 gütigen Wanderern den Rotblumensee, wo sie eine Zeremonie für Adrim Delpha und die anderen abhielten, die auf dem Weg zum Gipfel ihr Leben gelassen hatten. Beim Abstieg platzierten die Novizen Steinhügel entlang des Weges als Zeichen dafür, wann er von gütigen Wanderern angelegt worden war und zu welchem Preis. Erhabene Hände. Verteidigung gegen geschwächt. Ah, erhabene Hände. Okay, stößt ein Ziel zurück, aber heilt es dabei auch noch. Kopfgeld abgeschlossen, Glanzgesellschaft. Level up für mich und für Kanna. Ein Punkt in der Athletik wäre mal wieder nicht schlecht. Seltsame Gnade brauchen wir nicht. Unbelasteter Glaube. Könnten wir jetzt theoretisch nehmen, da ich den einen Punkt habe, aber größeres Handauflegen ist wahrscheinlich besser. Ja, nehmen wir modifiziertes Handauflegen mal. Wenn nicht, kann ich das ja immer noch später nehmen. Ich bin ja nur enttäuschend, aber viel wohltätig und leidenschaftlich. Ich glaube, das... Kann ich mir das anzeigen lassen? Fähigkeiten, Glaube und Überzeugung. Ja, plus 8 und plus 16 kriege ich dadurch. Gut, das können wir mal wegpacken. Dann kann er 6 Punkte, die behalten wir mal. Das ist jetzt eine Beschwörung. Ich könnte einen Jungdrachen beschwören. Oder ich könnte hier, das bedeutet, benötigt 6 Phrasen. Das sind dann aber die ganz guten Sachen.
Wasser in der Tiefe. Diese Sumpfspore beschwören. Die tut dann die Gegner verwirren. Ich bin aber eher für den Jungdrachen. So, hier bringt's nichts. Überlegen eine Abwehr am besten. Mehr Abwehr haben ist immer gut. Weil die meisten Gegner machen ja doch eher physischen Schaden. Also das hier, Abwehr. Gut, damit sind wir die zwei Quests los. I'm here. Können mal rasten und dann geht's in den Westen. So. Dörfler, Kinder. Back to warm your hands, eh? What can I do for you? Ja, ich hätte gerne ein Zimmer. No. Das gute Zimmer hier. So, in meiner Burg ist gerade nichts außer dem Typen los. Wie sieht's eigentlich aus? Wie lange bleibt der brutale Krieger noch, weil er Gast ist? Wird sich zeigen, wie lange er bleibt. Bei Gäste kann ich ja jederzeit wieder verlieren. Gut, das heißt, wir gehen jetzt durch die zerborstene Palisade. Ach, so wie es aussieht, sind die Feuerwesen mal gelöscht. Wie sieht es so mit. Also, Kanna hatte gerade, sie ist kurz davor, er ist auch kurz davor, nur Durens hinkt halt. Ein gutes Stück hinterher und Alof ist allen voraus. Was schon krass ist. Naja, das liegt daran, dass ich Alof schon so auf so ein paar Missionen geschickt habe, die ihm dann ordentlich Erfahrungspunkte eingebracht haben. Oh, bevor ich irgendwo hingehe. Aha. Mit ihr habe ich schon komplett geredet. Ja, aber mit ihm habe ich noch gar Zala nicht is ready. geredet. My thoughts wander often to the lost builders of this fortress we seek. They were erased from the world. Ich denke oft an die verlorenen Erbauer dieser Festung, die wir suchen. Sie wurde aus der Welt ausgelöscht. Sie wurden aus der Welt I ausgelöscht. wonder, was it meant to be so? Ich frage mich, ob es so vorherbestimmt war. Alles geschieht aus einem Grund, auch wenn wir es, wenn er uns verborgen bleibt. Ist sehr pragmatisch. Das verdient niemand. Wenn sie einander getötet haben, sind sie selbst schuld. Klingt so gleichgültig. Vielleicht gibt es noch Spuren von ihnen. Wenn sie weiter hätten bestehen sollen, hätten die Götter gewiss eingegriffen. Na, sagen wir, sowas verdient niemand. Few deserve their fate. And even cruel fates have their purposes. Wenige verdienen ihr Schicksal, und selbst ein grausames Schicksal hat seinen Zweck. Still, it is hard not to wonder why. Dennoch fragt man sich, warum.
Mehr sagt er nicht. Zawa is ready. These feuds between Ogre and Kith, I do not see them ending until one is wiped out. Or both. Diese Gefechte zwischen Ogre und Gestandenen, sie werden erst enden, wenn einer von ihnen ausgelöscht ist. Oder beide. Okay, jetzt können wir richtig mit ihm reden. Ich will mehr über Überzeugungen erfahren. The ways of the Nalpaska can make little sense to an outsider. Nick, die Wege von der Nalpaska können für Außenstehende schwer zu verstehen sein. Wer sind die Nalpaska? We are the warriors of the Takan. Nobles, peasants, it does not matter. Wir sind die Krieger von Takan, adlige Bauern, es ist nicht von Bedeutung. We are souls caged in flesh, nothing more. Wir sind Seelen, die im Fleisch gefangen sind, mehr nicht, er schlägt gegen das Brustbein. But it is one thing to say it, another to know it. So we train until we know it. Or until we meet our ends. Es ist jedoch eine Sache, es zu sagen, ein anderes zu wissen. Daher üben wir, bis wir es wissen oder bis wir sterben. Zauber betrachtet dich einen Augenblick lang. I give this answer because it is what you wanted. But the Nalpaska would say different. They would say that we are nothing at all. Ich gebe diese Antwort, weil du es wolltest. Doch die Nalpaska würden etwas anderes sagen. Sie würden sagen, dass wir nichts sind. Rein gar nichts. Wonach suchen die Nalpaska? Zawa studiert den Horizont. Er lächelt wie über einen freudigen Gedanken und sieht dich nicht an, als er spricht. Perfection. Perfektion. Er lässt das Wort einen Augenblick lang in der Luft hängen, als wäre es eine Beschwörung. Look around you. The world is perfect. Every being, every moment, every death. Sieh dich um. Die Welt ist perfekt. Jedes Wesen, jeder Augenblick, jeder Tod. Er runzelt die Stirn und schüttelt den Kopf. Rarely do we see this. We stumble through life, lost in distractions. Das sehen wir selten. Wir stolpern durch das Leben, verloren in Ablenkungen. Every practice of the Nalpaska is a reminder to stop stumbling, to know the perfection. Sämtliche Praktiken der Nalpaska sind Erinnerungen daran, nicht länger zu stolpern, die Perfektion zu erkennen. Wie kannst du sagen, dass die Welt perfekt ist? You think the world imperfect? Most would agree. Most would say the world is imperfect because we suffer. Du hältst die Welt für nicht perfekt? Die meisten würden wohl zustimmen. Die meisten würden sagen, die Welt ist nicht perfekt, weil wir leiden. They imagine a world without suffering and dream of living there and suffer all the more for it. Sie stellen sich eine Welt ohne Leid vor. Sie träumen davon, dort zu leben und sie leiden deswegen noch mehr. Unter Zawas ruhigem Ausdruck beginnt eine tiefe Leidenschaft zu glühen, wie eine Glut, die neu entfacht wird. This is their mistake. The world is perfect. It was created by a boundless wisdom. Das ist ihr Fehler. Die Welt ist perfekt. Sie wurde von einer grenzenlosen Weisheit geschaffen. It is for us to learn why a perfect world requires that we suffer. Es liegt an uns zu begreifen, warum eine perfekte Welt es erfordert, dass wir leiden. Als wir uns begegnet sind, sagtest du, du würdest dich von der Eitelkeit befreien. Vanity is a snare that roots us to the ground. Eitelkeit ist eine Fessel, die uns an den Boden bindet. The way we see ourselves, the way others see us, these things are not real. They cannot be touched. Wie wir uns sehen, wie andere uns sehen, diese Dinge sind nicht real, sie lassen sich nicht berühren. The Nalpaska teachings reveal many such snares. Fear, pleasure, doubt, hatred. They hold us back if we let ourselves be caught. Die Lehren der Nalpaska bahnen viele solche Fesseln. Er zählt sie an den Fingern ab. Furcht, Vergnügen, Zweifel, Hass, sie alle halten uns zurück, wenn wir uns darin verheddern. Und was passiert, wenn du nicht geschnappt wirst? Then you see only what is truly there, and you suffer no longer. You become as a god, seeing things as they do. Dann siehst du nur noch das, was wirklich existiert, und du leidest nicht länger. Du wirst einem Gott gleich, siehst die Dinge, wie die Götter sie sehen. Zawa spricht wie jemand, der von einem fantastischen Traum berichtet. If you can loose yourself from the snares, then you are free. Wenn du dich von den Fesseln befreien kannst, dann bist du frei. Was hat es mit deinen Narben auf sich? I meet people on the road, and they pity me. I have come to find it endearing. Zawa schmunzelt. Ich begegne Leuten auf der Straße und sie mitleiden mich. Ich finde es inzwischen liebenswert. They see so many scars, and they wonder, how can the man beneath not be broken? Sie sehen so viele Narben und sie fragen sich, wie kann der Mann darunter nicht gebrochen sein? Er fährt sich mit dem Finger über die wulstige Narbe eines Schnitts in seinem linken Unterarm. A scar is a wound that heals.
A living reminder of our power over suffering. Eine Narbe ist eine Wunde, die verheilt. Eine eindrucksvolle Erinnerung an unsere Macht über das Leid. They cause no pain. Only the echo of pain, which cannot hurt you. Show me a scarred man, and I will show you a man who can overcome. Sie verursachen keine Schmerzen, nur das Echo von Schmerzen, das einen nicht verletzen kann. Zeig mir einen vernarbten Mann, und ich zeige dir einen Mann, der Widrigkeiten überwinden kann.